Huch, wer grüßt denn hier mit einem Facebook-Selfie seine Fans? Ohne Make-up kaum zu erkennen, aber das ist Sängerin Linda Theodosio. Normalerweise mit langen Wimpern, viel Schminke und immer gestylten Haaren. Ja, zu so einem Foto gehört schon viel Mut. Pogo-Moderatorin Nina Morgadam begrüßt den Frühling mit viel guter Laune, einem Spaziergang mit ihrem Hund und einer neuen Frisur. Ab sofort heißt es also auch für sie Pony-Stylen. Auch Bonnie Strange hat etwas Neues im Kleiderschrank, nämlich diese silbernen Nikes. So in love, schreibt das Model dazu. Doch ihre Instagram-Fans sind geteilter Meinung. Besser gefällt ihnen dagegen dieser Barbie-Look. Vor einer Woche fragte Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Marie Nasemann vor einem wichtigen Casting, ob ihre Fans ihr die Daumen drücken würden. Heute nun dieser Post. Leute, das Daumendrücken hat geholfen. Dazu ein Foto ihrer vergangenen Geburtstagsparty, auf dem sie strahlt. Und richtig sexy präsentiert sich heute Rebecca Mir. Sie zeigt einen Screenshot von ihren derzeitigen Dreharbeiten. Perfektes Styling und Leder-Catsuit. Über 5000 Facebook-Fans geben da gerne ein Like ab. Und damit bis zum nächsten Update.